Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunter Corps. So, in der letzten Folge haben wir total versagt, ja. Und ich, wie gesagt, ich wollte es eigentlich streamen, aber es wird erstmal so schnell nicht. Wir müssen das Belgien Fort nochmal machen, oder? Oder sollen wir mal USA verlassenes Haus machen? Komm, wir machen USA verlassenes Haus. Und wir hatten das ja jetzt gehabt, dass als wir... Als wir da rangegangen sind, guck mal, jetzt hat er hier die Taschenlampe. Eins holen. Als wir die jetzt geholt hatten beim letzten Mal und wir sind dann... What? Wir sind dann losgefahren. Hatten wir auf einmal die ganzen Sachen beisammen. Wäre cool, wenn das jetzt genauso klappen würde, oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin da noch nicht Herr der Sinne oder ich bin überhaupt noch gar nicht Herr über das ganze Spiel. Folgedessen. So, wir haben exorzieren den Geist. Messen Sie die Temperatur. Filmen Sie den Geist in der Nähe der Kamera. Messen Sie den Bip. Finden Sie den Geist mit EMF-Dingsbums. Und das müsste man sich alles merken, was das hier ist. Das ist das verlassene Haus. Dieses alte und verlassene Haus mitten in der Wüste in den USA ist Ursprung der Heimsuchung von verschiedenen Besitzern. Okay, gut. Messen Sie die Temperatur. Das ist ein Geisterfon. Das ist in diesem EKG. Wieso habe ich denn überhaupt den ganzen Shit hier wirklich am Start? Also das verstehe ich jetzt irgendwie auch noch gar nicht so ganz. Filmen Sie den Geist. Das ist nicht die Temperaturmessgeschichte. Das ist das Geist davon. Und was ist das? Was macht das? Temperaturmessen. Okay. Ey! Nimm es in die Hand. Nimm es doch jetzt einfach in die Hand wieder. Jetzt ist doch auch. Okay. Temperatur. Ich denke mal, so kühl die Temperatur ist. Oder umso kühler die Temperatur ist. Ja, hier direkt mal. Was? Wieso? Okay, ich dachte schon gerade, was soll das denn jetzt? Ich hoffe, man kann das relativ gut sehen. Huch, Pütze. 16 Grad. Gruselige Geräusche passieren hier gerade. Temperatur ist aber noch ziemlich cool, also ziemlich in Ordnung soweit. Okay, hier wird's kühl. Ne, hier wird's schon wieder wärmer. Okay. Das ist, alles noch ziemlich easy hier. Die Tür. Wieso ist die wieder zu? Lass die Tür auf. Ich mag das nicht, geschlossene Räume. Ich war 2 Jahre lang im Knast. Das ist draußen, ne? Ja, hier draußen ist halt nur so ein Schaukelstuhl. Hallo? Oh. Ein Dreirad? Nee. Temperatur. Oh Gott, das geht auch noch verdammt nochmal nach oben. Wir sind ja beim letzten Mal gar nicht so gut weggekommen vom Geist, ne? Was? Okay. Hier passiert was. Komm. Oh, oh, der verfolgt uns hier richtig. Aber warum? Wird die Temperatur nicht kühler? Aber die schwankt total. Herr Geist, ich möchte Ihnen eigentlich sogar so gesehen nichts Böses.
Hier, da geht die OCD-Anzeige voll nach oben hierbei. Auf welche Temperatur muss ich denn da achten? Jetzt geht sie wieder runter. Das ist dieser Raum hier. Okay, hier haue ich direkt meine Kamera gleich rein. Boah, hier bleibe ich in diesem verfluchten Poller hängen. Okay. Also irgendwas haben wir da ja gemessen. Gerade. Ich dachte, die Temperatur geht runter. Hier haben wir tatsächlich. Hier messen sie das OCD-Signal größer als 10 ist. Das war definitiv größer. Die Temperatur. Filmen Sie den Geist in der Nähe der, der Kamera. Exorzieren Sie, messen Sie die Temperatur. Finden Sie Finden Sie einen Geist mit den EM blabla. Das muss ich noch alles lernen, was das alles ist, ne? Diese ganzen Geräte und so. Ja, ich finde das ein bisschen doof, dass es hier echt total rumpurzelt hier. Das. Ich denke mal, das ist dieses EM-Dingsbums, schieß mich tot, ne? Und duck dich. Nimm das doch jetzt in die Hand. Achso, eh, ne? Ist das dieses EM-Schieß-mich-tot-Signal? Finden Sie das Dings mit. Es steht der Suche-Signal. Ja, das. Warte mal eben. Upsi, pupsi. Was sind das denn für Bilder? Ist das nur unser Wohnmobil von innen oder was? Ah, Nachtsicht an. Okay. Lass uns mal versuchen, diese Kamera hier darauf zu stellen. Wir hatten ja Kameraaktivitäten hier in die. Geisteraktivitäten hier in diesen. Boah, ich krieg hier echt eine Gänsehaut, ne? Muss ich die aber droppen oder wie läuft das? Ist sie jetzt an? Direkt vor die Tür gestellt, ne? Damit der Geist Bescheid weiß, Alter. Boah, gruselig. Blah. Keine Kamera gewählt. Ja, ja, nun. Au. Oh. Aber hier hatten wir ja Aktivitäten gehabt in diesem Zimmer, ne? Deswegen dachte ich, da wäre es eigentlich gar nicht mal so übel. Alter, dieser Clown da hinten, den habe ich jetzt erst gesehen. Zum Glück habe ich den nicht gesehen, als ich da gewesen bin. Hier einen Schreikrampf gekriegt, ey, hör mal. Aber vielleicht hätte ich die Kamera noch ein bisschen drehen sollen oder da zum Clown hinstellen sollen oder so, ich weiß es nicht. Ja, 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 ja. Okay. Was sollte ich denn noch tun? Messen Sie die Temperatur. Aber dieses Temperaturmessgerät war denen ja kackegal. Und der Geist war ja schon da. Lass uns damit jetzt aktivieren hier, rumdüdeln. Wäre cool, wenn der sich noch zeigen würde, da drinnen, der Geist. Da. Genau hier. Hier 19%. Boah, ist das gut, Digga. Das Haus ist so groß. Ich glaube, wir haben auch das, was wir brauchen. Jetzt gehen wir mal wieder ganz kurz raus. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Oh Gott, nein, ich bin nicht verlaufen. Nicht in diesem verkackten Haus, ey. Oh, oh. Bist du irre? Du bist schöner Geist. 46%, das muss ja eigentlich reichen, oder? Das interessiert dir alles nicht.
Man muss echt nochmal lernen, was die ganzen Sachen zu bedeuten haben. Aber wieso wurde der Geist denn hier nicht aufgezeichnet? Er war ja hier tatsächlich da. Oder hätte ich den jetzt da mal an die Treppe stellen sollen? Er war diesmal ja genau in diesem Raum, genau da. Man muss ihn ja gesehen haben. Kann man das irgendwie rekonstruieren? Oh, ich habe ihn gehört. Er schnupft sich gerade die Nase, der Geist. Das ist das Temperaturdingens, was wir hatten. Foto machen sollten wir ja nicht. Die Bibel, Alter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, man muss sich echt nochmal... Was ist das? Ach, das ist EMF... nicht da rein, hallo. Das Haus zieht mich selbstständig rein. In die Gruseligkeit. So, warte, was sollen wir mit EMF... Ahaha, steht nicht drauf. Exorzieren Sie Geist. Doch, das ist er doch. Na klar. Finden Sie Geist mit EMF... Und wenn er rot ausschlägt, dann ist er gefunden, oder was, ne? Geist? Komm herbei! Oh, nicht hier bitte. Das ist so ein Chaos-Weg hier. Hier gab es noch eine zweite Tür. Verdammte Scheiße, jetzt hat der Geist aufgemacht. Das war ich nicht. Wir hatten oben schon mal Signaldings gehabt. Ein Hase. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Was? Was? Hey! Mama! Inka, hilf mir! Nein! Und das ist doch so ein hässlicher Geist. Wieso bringt er uns immer um? Aber wir haben doch jetzt alles gemacht. Er hat uns wirklich verfolgt, bis aufs Letzte. Ach, scheiße, werden wir jemals Glück haben? Gesammelte Erfahrung, 5%, ja. Super, aber wir haben doch Dingens gemacht. Gefunden, Hinweis 0 vor 3, wir haben da... Ja, weil wir gestorben sind. Deswegen ist alles auf 0 wahrscheinlich, ne? Boah, meine Fresse. Wir müssen noch mit mehr Gefühl rangehen. Aber, Kinder, das machen wir in der nächsten Folge. Puh. Vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüss.